Der Workshop hatte den Titel Verantwortliche Interessenpolitik, unverantwortlicher Lobbyismus. Die Energiepolitik als Beispiel. Wir wollten herausarbeiten, was für Möglichkeiten es gibt, Interessenpolitik durchzusetzen, weil den Parteien, die das bisher überwiegend gemacht haben, die Wähler und die Mitglieder weglaufen und man sich überlegen muss, ob man andere Verantwortliche findet, die man also mit der Vertretung von Interessen betrauen kann. Wir haben herausgearbeitet, Interessenvertretung ist legitim. Vom Prinzip her gibt es keine guten oder schlechten Interessen. Interessenvertretung muss transparent sein, sie braucht Regeln. Interessenvertreter brauchen aber auch einen Standpunkt, um die Komplexität von Problemen glaubhaft vermitteln zu können. Wird Interessenvertretung als bezahlte Dienstleistung angeboten, so müssen Geber und Empfänger der Leistung diesen Aufwand transparent machen. Dies soll Gegenstand eines Lobbyistenregisters sein. Dafür ist im Parlament, im deutschen Parlament, gerade ein Gesetzesentwurf eingebracht worden. Verantwortliche Lobbyarbeit braucht Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und das baut sie auch auf. Soziale und ökologische Interessen müssen in die ökonomischen Interessen integriert werden. Das ISM und viele NGOs haben eine Watchdog-Position, das heißt, sie müssen darauf aufpassen, um über integere Interessenvertretung zu wachen.